Lebanon is ending the year in a state of large explosion in Lebanon's capital Beirut. It appears that this explosion now Syrian President Bashar al-Assad has been traveling again. In der türkisch-syrischen Grenzregion spitzt sich die humanitäre Lage nach dem schweren Erdbeben dramatisch zu. Aus Syrien und der Türkei werden immer mehr Opfer gemeldet. Herzlich willkommen zu Was uns bewegt am Freitag. Und was uns diese Woche bewegt und was uns den ganzen Monat über bewegen wird, ist natürlich Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Zeltschule. Wir werden nämlich 7 Jahre alt, beziehungsweise wir wurden gestern 7 Jahre alt. So lange gibt es uns schon. Und hoffentlich noch sehr viel länger mit Ihrer Hilfe, denn wir werden leider immer noch gebraucht. Als ich diesen Verein gegründet habe, vor unglaublichen 7 Jahren, wobei manchmal fühlt es sich an wie 20, hatte ich gehofft, dass das eine vorübergehende Lösung ist, bis die Menschen, deren Aufgabe es eigentlich ist, den Geflüchteten im Libanon und in Syrien zu helfen, in die Gänge kommen. Endlich was unternehmen, endlich dafür sorgen, dass die Kinder Zugang zu Bildung haben, dass sie nicht mehr auf den Feldern arbeiten müssen, dass die Geflüchteten in der Region versorgt sind, bevor sie sich auf den Weg einer lebensgefährlichen Flucht nach Europa machen. Aber das ist in den letzten 7 Jahren nicht passiert. Das Gegenteil ist passiert. Die Situation in beiden Ländern wurde schlimmer, schlimmer, schlimmer. Die Versorgungssituation in beiden Ländern wurde immer schlimmer. Und immer mehr Menschen waren und sind darauf angewiesen, dass wir helfen, dass wir das tun, was wir tun, mit ihnen zusammen. Und mittlerweile versorgen wir über 50.000 Menschen, haben über 12.000 Kinder im täglichen Unterricht. Und wenn wir heute oder morgen oder übermorgen entscheiden, nein, das können wir nicht mehr, das wollen wir nicht mehr, es reicht uns jetzt, wir haben unseren Teil getan, dann wären diese 50.000 Menschen ohne Hilfe. Da würde niemand anders einspringen. Das ist schockierend. Und diese Verantwortung ist manchmal sehr, 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 sehr schwer zu tragen. Aber es ist einfach die Realität. Und deswegen müssen wir weitermachen mit dem, was wir tun. Dürfen nicht nachlassen, müssen unsere Bemühungen immer weiter verstärken. Denn so schreckliche Sachen wie das Erdbeben werfen natürlich unser Projekt auch zurück. Traumatisieren die Menschen aufs Neue und sie brauchen noch mehr Unterstützung als vorher. Und mit ihrer Hilfe, das verflixte 7. Jahr haben wir ja jetzt vorbei und ich hoffe, es wird besser, nachdem wir das jetzt hinter uns gebracht haben und mit ihrer Hilfe legen wir hoffentlich ein tolles 8. Jahr hin. Die Menschen dort hätten es so sehr verdient. Und vielen Dank für 7 Jahre Unterstützung und auf die nächsten 7 Jahre. Lebanon is ending the year in a state of large explosion in Lebanon's capital Beirut. It appears that this explosion now Syrian President Bashar al-Assad has been traveling again. The president in Syria nearly 10 years ago turned into a full-scale civil war. More than 380,000 people have died.